Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Bisher zweimal Town gewesen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe nur keine Pause gemacht zwischen der gestrigen Folge und der heutigen. Diesmal bin ich Town, das weiß ich, da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Mal schauen, ob wir als Doktor was reißen können. Und vor allem, wie das Ganze hier läuft. Wo stehen wir denn? Da. Mit unserem Ninja. Grian the Doctor. Night One. Alles Noobs außer Mutti. Perfekt. Noob winning claim vom Villager. Scrub whispert sofort zu Tipton. Der antwortet mit einem Hi, auch wenn er es nicht richtig hinbekommen hat. Schwierig. Ich gehe einfach mal auf Wow. Oder auf Zero. Nee. Ich gehe auf Wow. Dieses Town Protector von Me ist mir zu blöd. Es gibt immer noch viele Idioten, die so einen Wettbait durchführen. Und da will ich nicht reinrennen. Danach heißt es, das war offensichtlicher Wettbait. Nein. Das Risiko ist mir zu groß. Auch in Ranked. In Practice und Classic sowieso. Aber selbst in Ranked ist mir es zu groß. Wenn er jetzt tot ist, hat er Pech gehabt. Gar keiner tot. Das ist okay. Wir machen hier unten mal die 8 weg. I was attacked in jail. Look out. Silver wurde echt gejailed. Ist natürlich ein vorteilhaft, muss man sagen. Dann hätte ich ihn auch heilen können. Aber hier ist jetzt ein Lookout zum Beispiel problematisch, weil er weiß dann Jailer und Ding. Nummer 10, a man soll Mafia sein, sagt Tort, der Sheriff claimed. Und natürlich jetzt so eine Geschichte, glauben wir oder glauben wir es nicht? Ist die Frage, ob Tor, a man irgendwas claimed, sagt nur der Exe-Move. Torte Exeriff. Ah, er ist Jailer. Herzlichen Glückwunsch. Damit war er auf jeden Fall schon mal Executioner. Wir gehen natürlich jetzt auf jeden Fall auf A Man, weil er ist halt einfach mal der Jailer-Claim. Da muss ich drauf gehen. Vote for Votes, ja, Chris. Grandiose Idee. Retri. Sensationell. Das ist Weltklasse. Jetzt müsste ich wahrscheinlich den Retri healen, um im Notfall ihn confirmen zu können, wenn er den Jailer wieder... Ein Counterclaim Retri. Wir haben einen Counterclaim Retri. Wow. Zwei Executioner kann es nicht geben. Wenn er wirklich Retri ist, muss Chris exekutiert werden vom Jailer. Zu 100%. Jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass A Man, wenn es einen Werwolf gibt, attackiert wird. Das heißt, ich werde draufgehen und A Man dabei protecten. Ja. Weg mit Chris. Herzlichen Glückwunsch. Counterclaim Retri ist halt... Wow. Wir gehen auf ihn. Mach's gut, Werwolf. Dieses Road for Wards hat wieder sehr viel gebracht. Wir haben einen Reti gekillt. Jetzt ist wahrscheinlich A Man einfach nur Jester. Ich hoffe, dass der Jailer ihn auf jeden Fall mitgenommen hat und nicht den Tort. Im Moment könnte A Man auch geframed worden sein. Ich weiß, unwahrscheinlich, aber gibt es ja trotzdem. Ändert nichts dran. Und er wurde nicht attackiert. Das ist ganz nett, ehrlich gesagt. Chris ist down. Sehr gut. Wir werden jetzt A Man mal anwispern und sagen, I'm Doc. I will heal you. Soll ich es ihm zuwispern oder nicht? Zero das Medium.
ist down, durch die Mafia getötet worden, war aber Vampir. Oh, Annie ist Vampire, nice. Das wird lustig. Jetzt werde ich ihm nicht anwispern. Das ist schwierig. Er ist Executioner. So, a man was either framed or Todd is a baddie who tried being Exe. Ja, jetzt muss Todd gewählt werden. Da hat a man auf jeden Fall recht. Hundertprozentig hat er recht. Muss gemacht werden, weil er kann kein Executioner sein. Könnte noch ein zweiter Vampire sein. Durchaus möglich. Todd ist auf. Entweder hat er Pech und sie haben echt einen Framer gehabt oder nicht. Das kann sein. Jetzt wäre es natürlich vorteilhaft, einen Vampire Hunter zu haben, der halt sowas weiß. Der hat erstmal Todd gewählt, weil er halt verdächtig ist. Hier ein Werwolf wäre ganz cool. Damit wir das nur durch Killing auf jeden Fall raus haben. Ich will jetzt auch nicht dem A Man anwispern, weil sobald ich ihn anwispere, wird deutlich, dass ich eine Rolle habe, die sich mit dem Jailer kurz schließen muss. Und ich möchte mich eben nicht in den Vordergrund drängen gegenüber anderen. Oh. WoW oder WoW wurde transportiert. Das heißt nämlich, dass das Town Support raus ist. Jester kann ja nicht sein, deswegen easy guilty. Kommt auch keine Verteidigung mehr. Mal gucken, ob der A Man irgendwas hinkriegt. Was warst du, Todd? Pussy claimed Amnesiac. War Werwolf. Sehr gut. Das heißt, zwei Mafia und maximal ein Vampire sind noch übrig. 12 ist kein Amnesiac, 12 ist tot. Wir bleiben bei A Man. Jetzt muss er natürlich den Godfather oder den Vampire finden. Damit es keinen Kill oder keine Verwandlung gibt. Wäre optimal. Das Interessante ist, ob Chris Executioner als Target den Retri hatte. Dann hätte er nämlich gewonnen mit diesem Move. Wäre dann gar nicht so dumm gewesen in dem Moment. Aber er hat gelieft, also wahrscheinlich eher nicht. A Man wird verschont. Ich weiß gar nicht, kriege ich angezeigt, ob ich einen von einem Biss heile? Da muss ich ganz kurz meinen Experten fragen, sofern er denn online ist. Müssen wir jetzt hier mal rausfinden. Oh, Vampire Hunter. Oh, es gibt noch einen Vamp. Und ich kann. Interessant. Merci. Richtig, wir wissen, es gibt noch ein paar. Jetzt werde ich ihn anwispern. I am Doc. I will back you up. Wenn du jemanden siehst, der vom Vamp gebissen wird, stoppst du das Konverten. Ah, perfekt. Vielen Dank für die Information, Germ. Dafür bist du ja da. Only one Vamp. Lolo, die wären jetzt echt Tipton, der Town Killing claimed. Das wäre halt ein dummer Move.
Jetzt hoffe ich natürlich, dass die mich nicht mitnehmen. Das war sehr unschön. Er claimt halt Random Town. Er kann es sein. Problem ist, dass wahrscheinlich der Jailer irgendwann gebissen werden kann. Only one Ramp. He claimed Vampire Hunter. Villager soll der andere Vampire Hunter sein. Er war Vigilante. There is at least one ramp left. 100%. Auf jeden Fall ist er noch. Und er ist Vigilante. Egal was er macht, Vampire Hunter ist nicht immun. Ist nicht, wow. Like I said, I am dog. I whispered it last day to you. Was ist los mit dir? Denkst du, ich hab das aus Spaß geschrieben, oder was? I wouldn't do that. The other is a liar. Herzlichen Glückwunsch, Mathematik für den Arsch. Ja. Die Mathematik ist wichtig. Du musst die Mathematik spielen. Das bringt die Mathematik. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Mathematik kann mich am Arsch lecken. Er muss vernünftig denken. Herzlichen Glückwunsch, du Vollidiot. Jetzt haben sie doch 100 Pro nicht mehr die Wahlen. Wir haben noch 100 Pro nicht mehr die Stimmen. Es sind zwei Mafia übrig, mindestens ein Vampir. Er wurde gebissen. Und der Transporter hat ihn dazu gebracht, dass er gebissen wurde. Ramp. Wow. Das Lustige ist, ja. Sensationell. Vampir hat nicht Vampir gekillt. Herzlichen Glückwunsch. Jailer hat's verkackt mit diesem Kill. Jetzt gewinnen sie wahrscheinlich immer noch, weil dann kommt das Argument, ja, das Spiel ging doch gut aus. Das war trotzdem ein dummer Move. Ja, klappt gut mit den Worten. Herzlichen Glückwunsch. Sensationell. Ja, Weltklasse. Vielen Dank, Jailer. Chapeau. Mathematik war für den Arsch. Weltklasse. Würde ich eine Aufnahmesession machen mit mehreren Rollen, mehreren Runden, um halt wieder den Vorrat aufzubauen, für den Fall, dass ich immer mal keinen Bock habe, was ja schnell passieren kann bei diesem Spiel. Und dann passiert direkt sowas, ein Jailer, der das Spiel verloren hat durch diesen Execute. Weil ich die zweite Person bin, die Doktor claimt, obwohl ich ihn schon angewispert habe mit dem Claim. Das heißt, der Jail war da schon dumm. Entweder hat er diese Frage hier nur aus Spaß gestellt, von wegen, welche Rolle hast du? Ja, oder er hat es mit Absicht gemacht, um mich einfach nur ein bisschen zu verarschen im Jail, und er wusste, er wird mich exekutieren. Sonst wäre nämlich der Jail dumm gewesen. Weil ich habe den Whisper nicht versaut. Oh, er hat den Godfather anscheinend gejailt. Amnesiac wurde zum Executioner.
Ja, sehr gut. A man is confirmed Ding. Nice Job. Er hat's verkackt. Scheiß auf die Mathematik. Ich wiederhole es nochmal. Die Mathematik sagt gar nichts aus. So, jetzt killen sie ihn. Der Executioner gewinnt. Es sind zwei Mafia. Es sind dann wahrscheinlich auch zwei Vampire. Und dann gewinnt halt die Mafia. Außer der Executioner hilft. Weil die Mafia kann zweimal killen, die Vampire aber nur einmal den Mafioso. Das wird kein Draw. Jetzt könnten sie den Jailer beißen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Eigentlich dürfen sie es nicht. Eigentlich müssen sie fast einen Mafioso killen. Das müssen sie auf dem Executioner bauen und der hat als Target halt dummerweise den Jailer. Das heißt, der Vampir muss Mafia killen. Hundertprozentig. Wenn sie jetzt den Jailer beißen, verlieren sie. Weil ein Vampir wird draufgehen. Durch die Mafia. Jeder weiß, dass da Vampire sein müssten. Und so viele Nächte. Wir sind jetzt Nacht 8, oder? Nacht 6. Wow, dann doch nicht. Könnte der letzte gewesen sein, der wow. Dann wird's lustig. Andererseits hat Lolo gemeint, er wäre doppelt attackiert worden. Das muss Mafia und Vampir gewesen sein. Also wenn kein Vampire mehr da ist, dann wird's ein Draw, weil der Godfather gejailt wird. Das zieht sich jetzt. Oh, kriegen Sie die Wort doch? Dürfte sich eigentlich nicht geändert haben. Das wird doch ein Draw. Besser als verloren. Weil der Jailer weiß, er darf am nächsten Tag nicht lynchen, aber ich wette, dass die Vampire dann eher, falls es noch welche gibt, eher den Jailer noch wählen, anstatt es auf dem Unentschieden rausgehen zu lassen, oder? Seid in Zwickmühle. Sollte es Vampire oder einen Vampir geben, darf er den Jailer nicht lynchen, weil sie sonst verlieren. Sie müssen Mafia killen. Werden wir ja gleich sehen, was da los ist. Ah ja, es gibt keinen Vampir. Wir haben Executioner. Wir haben Executioner, Mafia, Mafia, Jailer, Transporter. Er ist ein Lügner. Er ist also wahrscheinlich Mafia. Oder er ist AFK-Vampire, deswegen tut sich nichts. Villager ist der Executioner. Naja, kein Wählen, es ist ein Unentschieden.
Ja, mit ausgesessen. Oh, auf einmal ist er da. Auf einmal ist er da, der William Phipps. Hat wahrscheinlich den ganzen Chat nachgelesen, nachdem er kurz AFK war. Wenn er Mafia ist, ist das wieder interessant. Werden sie auf keinen Fall machen, Villager. Wenn es zwei Townies gibt, kriegst du dein Target nicht hochgewählt, du Schlaumeier. Doch, kriegst du sogar. Je nachdem, was die letzte Rolle ist. Was gibt's denn eigentlich noch? Wir gehen das mal durch. Redri, er war ja wohl angeblich mal Sheriff. Wegen Scumriff müsste Sheriff gewesen sein. Das heißt, wir haben Town Investigative raus, wir haben Random Town raus, Protective war ich. Er war Vampir. Torwahrscheinlichkeit. Framer raus. Jetzt haben wir einen Godfather, der kann nichts machen, der Jailer kennt ihn. Wir haben einen Transporter mit hoher Wahrscheinlichkeit. Den Jailer. Was lebt er noch? Ein Support lebt noch. Das ist der Transporter, der Jailer. Town Investigative. Also wenn es echt keinen Vampir mehr gibt, gewinnt die Town das, weil dann haben sie drei Stimmen. Exit prefers a loss over a draw. So, jetzt wird sich rausstellen, sind es drei Townies oder zwei? Hoffentlich passiert das nicht noch häufiger. Jetzt dieses Hin- und Her-Getue, dass wir dann noch dreimal rankommen an das Drawding und dann doch wieder einer gewählt wird, so wie eben. Ja, das ist wahr. Die Mafia konnte nicht gewinnen, weil der Jailer den Godfather hatte. Hätte er mal keine Scheiße gebaut, hätten wir das souveräner gewonnen. Und nun? Tatsache. Dummer Move, Herr Amnesiac. Oder was ist los? Wenn sie jetzt wirklich den Jailer killen, verliert die Town. Aus dem Grund dürfen sie dem Exe nicht helfen. Ja, sagt Scrub auch. Sie dürfen ihn nicht lynchen. In dem Moment, wo sie dem Executioner nämlich den Sieg geben, verliert die Town. Weil der Jailer raus ist, der Godfather killt. Und dann muss der Executioner entscheiden und der wird hundertprozentig gegen die Town entscheiden. Das Ding ist durch. Jailer ist einfach nur lucky, das war alles. Jetzt heißt es wieder, er hat super gemacht. Nein, er hat nicht. Bleibt dabei. Lucky Jailer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.